begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem heutigen Web-Talk. Gestern war ja gar nicht die Entschuldigung für die Osterruhe das größte Ereignis des Tages, sondern aus unserer Sicht die Vorstellung des Bundeshaushalts, der Eckpunkte des Bundeshaushalts 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung. Das soll nicht untergehen, was dort steht. Unter der Überschrift mit guter Finanzpolitik wirksam gegen die Krise hat der Bundesfinanzminister Olaf Scholz seinen Haushaltsentwurf überschreiben lassen. Ein wirklich schöner Titel, dem wir nur voll und ganz zustimmen können. Wir brauchen nichts mehr als jetzt eine gute Finanzpolitik. Und mit dieser Frage werden wir uns in den nächsten 30 Minuten beschäftigen. Ist das, was Olaf Scholz gestern vorgestellt hat, wirklich gute Finanzpolitik? Sie merken es. Ich habe Zweifel. Aber um das wirklich zu ergründen, begrüße ich ganz herzlich vielleicht die beiden profiliertesten Haushaltspolitiker in Deutschland. Ich begrüße ganz herzlich Eckhard Rehberg von der CDU und Otto Fricke von der FDP, beide seit langer Zeit im Haushaltsausschuss und die haushaltspolitischen Sprecher ihrer Fraktionen. Meine Damen und Herren, gegen das Coronavirus hilft dank sozialer Marktwirtschaft Impfstoff. Und Impfstoff haben wir gleich mehrere seit Ende vergangenen Jahres. Gegen schlechte Finanzpolitik gibt es leider keinen Impfstoff, aber es gibt auch hiergegen ein wirksames Mittel. Und das ist aus unserer Sicht die Schuldenbremse. Und auch die Schuldenbremse soll ein Thema sein, mit dem wir uns in den nächsten gut 30 Minuten beschäftigen werden. Ich möchte zuerst aber Herrn Rehberg Gelegenheit geben, seine Gefühle zu schildern. Was haben Sie gedacht, als Sie zum ersten Mal die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2022 gesehen haben? War das mehr der Schock über die Höhe der Neuverschuldung oder Bewunderung für die zumindest auch schon verbale Kreativität des Bundesfinanzministers, der jetzt auf einmal Handlungsbedarf geltend gemacht hat und damit ungedeckte Lücken in seinem Haushalt färbt? Wie ist Ihre Stimmung? Was haben Sie gedacht, als Sie diesen Haushalt gesehen haben, Herr Rehberg? Ja, wir haben ja gestern zwei Themen zu behandeln gehabt. Das ist einmal der Nachtragshaushalt noch für dieses Jahr, den ich schon für notwendig erachte, weil bei der Pandemievorsorge, die 35 Milliarden betragen hat, sind allein mit Stand gestern von fast 18 Milliarden schon ausgegeben worden. Dann kamen gestern zum Beispiel nur einen Posten oder zwei Posten, eine Milliarde Krankenhausausgleichsfinanzierung dazu und 3,3 Milliarden für die Schnelltests. Also das sind keine Kleinigkeiten. Und davon abtrennen, glaube ich, muss man dann den Blick auf die Jahre 2022 und bis 2025. Nein, für mich war die Schuldenhöhe erwartbar. Und wer sich damit länger befasst, und ich glaube, wir müssen für die kommenden Jahre eine Debatte führen, mit Blick auf das Thema Pandemie, weil ich glaube, wir werden mit der Pandemie leben lernen müssen, auch haushalterisch, finanziell, gesellschaftspolitisch. Welche Herausforderungen bewirkt diese Pandemie? Wir wissen heute nicht, muss ich jedes Jahr impfen? Wie lange hält dort wie hält der Impfstoff vor oder bei der Grippeschutzimpfung jedes Jahr? Und deswegen muss man, glaube ich, diese Haushalte auch unter dem Blickwinkel betrachten. Ich halte es auch für gerechtfertigt, im kommenden Jahr nochmal den 115 Grundgesetz in Anspruch zu nehmen. Aber die Herausforderungen werden dann die Folgejahre sein. Und noch, das ist jetzt nicht abgebildet, ab 2026 die Tilgung der Schulden, die über die Schuldenregel aufgenommen werden. Und ich glaube, da stimmt mir Otto Fricke auch zu, wir haben vor 10 Jahren, sind wir gemeinsam damals CDU, CSU, FDP aus der Krise gut herausgekommen. Wir haben nämlich keine Ausgabenzuwächse gehabt. Wir haben auch mal richtig im Haushalt gespart. Das, glaube ich,
stelle ich mir heute nicht mehr vor, 6 Milliarden rausschneiden. Der Otto war damals haushaltspolitischer Sprecher, ich war Mitglied im Haushaltsausschuss. Und natürlich, wir haben auch Glück gehabt. Zinsminderausgaben, Steuermehreinnahmen, Wachstum, das ist angesprungen. Und was die Zukunft betrifft, kann ich nur sagen, Maß und Mitte halten, Wachstum generieren und Steuererhöhungen wären Gift für den Bürger, aber auch für die Wirtschaft. Ja, vielen Dank, Herr Rehberg. Herr Fricke, einen Nachtragshaushalt jetzt schon auf den Weg zu bringen, wenn die vorhandenen Mittel noch gar nicht abgeschlossen sind, erhebliche Rücklagen immer noch vorhanden sind. Ist das der richtige Weg? Verstehen wir das unter solider, seriöser Finanzpolitik? Wie sieht es die FDP? Naja, wir hatten gestern genau diese Frage auch, als der Finanzminister, nachdem er aus der neuen MPK dann wieder rauskam, das war auch ein schnelles Hin und Her, aber das läuft unter Haushältern, das kann ich dann immer sagen, auch sehr pragmatisch und das will ich auch sagen für dieses Gespräch hier. An vielen Stellen können Eckhard Rehberg und ich uns auch zustimmen. Wir sehen dann auch manchmal die Notwendigkeiten, was ist, wenn du in der Regierung bist, was ist die Aufgabe als Opposition. Beim Nachtragshaushalt habe ich den Minister selber gefragt, warum er den jetzt, Achtung, da muss man unterscheiden, jetzt einbringt. Und warum er ihn so schnell wie möglich dann auch beschließen will. So, bei der Jetzt-Einbringung hat er ein Argument gebracht, das kann ich nachvollziehen aus der Verkaufs- und Regierungsseite. Wir machen das gemeinsam mit den Eckwerten. Ist in Ordnung. Einmal zwei Nachrichten, die schlimm sind, alle Summen auf einmal, nicht sozusagen ständig. Dennoch, die Notwendigkeit ist noch nicht da. Sie wird aber, da hat Ecki Rebert recht, im Laufe des Jahres kommen, weil wir ja auch noch eine neue Überbrückungshilfe wahrscheinlich wieder aufbauen müssen oder eine modifizierte, je nachdem, wie das denn nun mit dem Impfen und allen anderen Dingen weitergeht. Nur, und das ist für mich der Hauptkritikpunkt, es schon jetzt im Mai dann zu beschließen, führt natürlich zu dem, was das große Problem der Haushaltspolitik insgesamt ist. Das Verständnis von Herrn Scholz und leider auch von Armin Laschet ist, der das nämlich sehr früh gesagt hat, wir brauchen für 22 wieder die Feststellung der Notsituation mit Kanzler Merz. Das ist möglich, da spricht manches für. Aber je früher du das erklärst, je früher du Nachtragshaushalte machst, je größer sie du machst, umso mehr passiert das, was eben in der Verwaltung immer passiert. Wenn mehr Geld im Schaufenster ist und du kriegst den Schlüssel, um in den Laden reinzugehen, dann gehst du auch rein. Und das führt dazu, dass eben Ausgaben nicht gekürzt werden. Man kann das in der Planung sehen. Da gibt es keinerlei Bemühungen, wirklich zu sagen, ob was war denn vor der Krise vielleicht noch notwendig, aber nach der Krise sicherlich nicht mehr? Oder auch gibt es vielleicht sozialstaatliche Leistungen, die man zwar nicht kürzen sollte, da bin ich ein Vertreter des Sozialstaates, aber wo man vielleicht sagen sollte, vielleicht keine Erhöhung der Leistung, solange wir noch nicht aus einer Notsituation raus sind. Das sind so die Dinge, die schwierig sind. Und ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr gespannt, ob das dann wirklich in Anführungszeichen so alles funktionieren wird. Von der Höhe her kann ich es nachvollziehen. Ich hätte nur gewartet mit der Abstimmung in der letzten Juno-Woche. Dann haben wir die letzte Sitzungswoche, dann wissen wir, wo wir stehen. Und dann kann man das auch ehrlich sehen. Das kann mehr oder das kann weniger sein. Und ob die Notsituation in 22 kommt, das zum Schluss noch, das stellt die nächste Koalition, wer auch immer ihr angehören wird, Januar, Februar 22. Ich möchte eine Anmerkung machen. Man darf eins nicht vergessen bei dem Haushalt 2021. Der wird halten müssen bis Mitte des kommenden Jahres. Wir haben dann die Wahlzeit. Der jetzige Haushaltsausschuss ist noch bis Ende Oktober im Amt. Und man muss wissen, dass bei diesem Nachtragshaushalt, bei dem Pandemie-Vorsorgetitel, alles, was über 100 Millionen Euro geht, der Einwilligung des Haushaltsausschusses bedarf. Sehr gut von euch. Sperre drauf. Wir werden uns noch im Ausschuss unterhalten müssen, wie wir das über die Sommerpause in der Wahlzeit bis Ende Oktober machen. Denn ich gehe davon aus, nehmen wir nur das Thema Krankenhausfinanzierung, die Ausgleiche, die werden auch in der Sommerpause laufen müssen zum Beispiel. Das sind pro Monat gut 1 Milliarde oder das Thema Testen wird, glaube ich, auch nicht Ende Juni schlagartig vorbei sein. Also da gibt es noch ein paar Herausforderungen. Und ja gut, man hätte es auch im Juni machen können, aber mit dieser Einwilligung des Haushaltsausschusses sind die Rechte schon gewahrt. Und was die Wirtschaftshilfen betrifft, da stehen ja jetzt insgesamt 65 Milliarden im Haushalt, noch 20 Milliarden übertragbare Titel. Der Abfluss oder die Inanspruchnahme ist nicht so wie prognostiziert. Auf der anderen Seite bin ich auch der Auffassung, dass wir die nachfolgende Pandemie, auch wenn wir eine Durchimpfung haben,
von 70% auch noch im zweiten Halbjahr spüren werden. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube auch, dass die letztendlich die Auszahlung der Wirtschaftshilfen, die Endabrechnung, sage ich mal so, sich auch bis ins nächste Jahr reinziehen wird. Allein aus abrechnungstechnischen Gründen nicht, weil kein Geld vorhanden ist, sondern Stichwort Steuerbarkeit, Abrechnung des Jahres und so weiter und so fort. Die Dinge muss man einfach aus meiner Sicht mit im Auge behalten. Ja, wir haben hier sicherlich den haushaltspolitischen Sachverstand des Deutschen Bundestages in unserem Talk. Wir wollen aber auch noch etwas Wissenschaft dazu holen. Wir arbeiten in Sachen Haushaltspolitik unter anderem zusammen mit dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Und die haben schon vor einigen Wochen einen kritischen Blick auf die Schuldenaufnahme in diesem Haushalt geworfen. Sie haben nämlich festgestellt, dass 15 Milliarden, sicher 15 Milliarden, gar nicht Corona-bedingte Mehrausgaben sind, die davon finanziert werden. Und auch von der Frage des Nachtragshaushalts jetzt, da hat das Institut für Weltwirtschaft eine eigene Meinung. Herr Beusen-Hohgrewe ist da der Experte und ich versuche mal einen kurzen O-Ton von ihm einzuspielen. Ist sicherlich richtig, dass wir vor einigen Unwägbarkeiten stehen und dass es sicherlich auch schwierig ist, zurzeit Finanzplanung zu betreiben. Aber der Zeitpunkt ist wirklich sehr, sehr früh, auch weil eben noch vieles noch nicht absehbar ist. Auch viele positive Überraschungen können durchaus noch eintreten. Vor diesem Hintergrund ist es schon bemerkenswert, dass jetzt der Planungsrahmen nochmal so deutlich ausgeweitet wird. Und der Verweis auf das vergangene Jahr ist da durchaus bemerkenswert. Selbst der erste Nachtragshaushalt hätte gut gereicht, vom Volumen her gut ausgereicht, um letztlich das Ergebnis des Jahres 2020 abzubilden. Und der zweite Nachtragshaushalt wäre gar nicht notwendig geworden. Also der Punkt, den Herr Beusen-Hohgrewe macht, der Bund nimmt hier deutlich mehr Mittel auf, als er letztendlich auch einsetzen kann. Herr Rehberg hat gesagt, die Hilfen auch des vergangenen Jahres sind schleppend abgeflossen, immer noch nicht vollständig. Auch in diesem Jahr läuft das noch nicht besser. Hier ist also noch jede Menge Geld im Haushalt vorhanden. Was würden Sie Herrn Beusen-Hohgrewe antworten? Vielleicht also ich würde bei dem, also erstmal, wenn ich mir die 60 Milliarden betrachte, sind da natürlich gute 25 Milliarden nochmal Vorsorge bei den Wirtschaftshilfen drin und 8 Milliarden für die Pandemievorsorge. Wir haben Steuermindereinnahmen von knapp 9 Milliarden, Zinsmehrausgaben. Wir haben dann noch Umbuchungen vom Einzelplan 60 in den Einzelplan 15, was wir schon ausgegeben haben. Also das muss man immer ein Stück weit betrachten. Und was das Thema Wirtschaftshilfen betrifft, ja, da sind nicht die Summen oder werden nicht die Summen in Anspruch genommen, die Olaf Scholz mal letztes Jahr in den Raum gestellt hat. November, Dezemberhilfe waren wir über 30 Milliarden, Stand heute Runde 11 Milliarden, aber ausgezahlt 90%. Und bei dem, wenn man sich die Zahlen anguckt, das Antragsvolumen November-Dezember-Hilfe steht seit Wochen bei gut über 5 Milliarden. Das heißt, da kommt nichts Großartiges dazu. Da kann ich nur sagen, wer Anspruch hat, der möchte auch bitte seinen Anspruch stellen. Und wenn ich dort die Aussagen vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband höre, angeblich fließen ja gar keine Mittel ab. Unsere Zahlen sind andere, auch länderbezogen. Allein Mecklenburg-Vorpommern über 90% Auszahlung der beantragten Hilfen. Die Überbrückungshilfe 3, glaube ich, ist gut konzipiert. Da wird immer noch mal nachgesteuert. Das können jetzt auch deutlich höhere Volumina beansprucht werden. Dann müssen wir aber bitte auch beantragt werden. Ich kann ja jetzt schon bis Juni beantragen. Also dann muss man das aus meiner Sicht auch machen. Und ich glaube, dass die 43 Milliarden insgesamt, die wir jetzt für die Pandemievorsorge noch für die nächsten, ich sag mal, 16 Monate zur Verfügung haben, so muss ich ja rechnen, der 2022er Haushalt wird, egal wer regiert, nicht vor Mai, Juni 2022,
verabschiedet werden. Ich glaube, Otto mir zustimmen. Wir waren mal 2010. Hängt davon ab, wie die Koalitionsverhandlungen laufen. Ja, gut, aber wir waren mal 2010 sehr schnell. Da waren wir im März, aber alle Jahre sonst nach der Wahl war es eher Mai bis Juni. Und deswegen Widerspruch, euer Ehren, dieser Nachtrag in der Größenordnung, das sind Korrekturen bei Steuereinnahmen nach unten, bei Zinsen nach oben. Und bei den Vorsorgen, glaube ich, ist das maßvoll und vernünftig. Herr Fricke. Also, Beuys-Mogels hat sich ja auch sehr stark auf das Jahr 2020 hier bezogen, auf den ersten und zweiten Nachtragshaushalt. Der erste war richtig. Ich kann da nur sagen, dem hat sogar die FDP-Bundestagsfraktion zugestimmt. Der zweite war nicht notwendig. Dem hat die FDP-Bundestagsfraktion deswegen auch nicht zugestimmt, weil es zu viel war und weil uns klar war, dass das nicht abnimmt. Wir sind jetzt hier aber nicht da, dafür kennen Ecke und ich uns zu lange, um hier stumpfe Parteipolitik zu machen. Wir müssen eines bei den Hilfen sehen. Ein Effekt war immer, hohe Zahlen zu zeigen, um sozusagen vermeintlich zu beruhigen. Dann allerdings natürlich damit zu leben, dass es sehr langsam erstmal abläuft. Wir haben immer noch viele bürokratische Hemmnisse, aber auch da wieder der Punkt, da sind Ecke und ich uns auch einig, warum zahlt eigentlich der Bund alles? Der Bund hat nur 38% der Steuereinnahmen, während die Länder 42% haben. Gleichzeitig aber, obwohl wir zahlen, läuft diese ganze Verwaltung der Gelder wieder über die Länder mit all den Problemen, die da sind. Und das führt zu verspätetem Abfluss. Da ist aber jetzt, wie Ecke gesagt hat, das Level ziemlich klar. Alles okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir noch pragmatische Dinge haben. Im Moment gibt es noch ein bisschen Schwierigkeiten bei Hilfen über 100.000, weil wir da Betrugsfälle hatten. Kommt davon, wenn man es nicht über die Finanzämter macht und vertraute Wege geht. Liegt aber auch mit Verlaub wieder mehr an den Ländern, weil die gesagt haben, ihr geht nicht über unsere Finanzämter und nicht am Bund. Das sind so Spiel am Rande. Eine Sache will ich hervorheben. Der Ecke hat das so leise gesagt. Zinsen. Das ist nur ein kleiner Betrag. Das ist einerseits ein großer technischer Betrag bei den Zinsen für Fachleute Agio, Disagio Fragen. Das zweite aber ist etwas, und da möchte ich darauf hinweisen, weil das wird für den Wahlkampf und für den nächsten Jahre wichtig, weil es eine Warnung an alle die ist, die glauben, man könnte staatliche Investitionsprogramme mit Nullzinsen machen. Die Finanzagentur und selbst der Finanzminister gestern gab zu, dass wir seit Anfang Februar eine Anhebung der Zinskurve haben und gleichzeitig noch bei den Langläufern eine Versteiligung, ein steiler Werden haben. Und das heißt, die Träume vieler, es gäbe Minuszinskreditfinanzierung, die gibt selbst jetzt der Bundesfinanzminister zu, ist vorbei. Niedrige Zinsen, klar, aber nicht mehr Minus, sondern jedes Milliardenprogramm wird auf Dauer Steuerzahler Geld kosten. Führt mich zum nächsten Themenkomplex, nämlich zur Schuldenbremse. Heute im Handelsblatt hat der Chef des eben schon angesprochenen Instituts für Weltwirtschaft, Herr Felbermayr, hat die Schuldenbremse als Populismusbremse bezeichnet. Ich finde, ein sehr schöner Begriff, weil die Schuldenbremse eindeutig auch eine Selbstbeschränkung der Politik ist. Und nun wird ja von vielen Seiten an der Schuldenbremse gesägt. Und das tut in der Regierung der Bundesfinanzminister ohne großen Widerspruch bisher. Und das machen aber auch andere Parteien, allen voran eben, ist Kanzlerkandidat, die SPD, und das machen die Grünen. Nun muss ja, will die FDP, Herr Fricke, ja nach der Bundestagswahl in irgendeiner Koalition mitregieren. Wie halten Sie es denn dann mit den Wünschen, die Schuldenbremse aufzuweichen? Können wir uns da auf die FDP verlassen? Sie haben ja das Wort sehr schön gesagt, wir wollen mitregieren. Das war ja auch der Grund, warum wir 2017 nicht mitgemacht haben, sondern da 2017 sollten wir ja sozusagen nur als Appendix in der Regierung mit dabei sein. Nein, mitregieren wollen wir, klar, Verantwortung übernehmen wollen wir, vor allen Dingen Führung übernehmen, was dieses Land braucht, wollen wir. Aber es gibt diesen schönen Ausspruch auf Englisch, from my dead cold hands, von meinem wirklich toten kalten Händen. Es wird mit der FDP keine Verfassungsänderung der Schuldenbremse geben, die Erleichterungen ermöglicht, eben genau diese Populismusmöglichkeiten dann wieder zu haben. Ich kann Ihnen technisch Details sagen, wo man vielleicht noch verbessern, verfeinern könnte. Aber ehrlicherweise, auch das werde ich nicht machen, denn ich kenne doch das Spielchen. Wenn du einmal an der Stelle versuchst, etwas besser zu machen, kommen 9 andere, die dir da gleichzeitig das Ding schlechter machen. Insofern nein, die Schuldenbremse ist gut. Die Schuldenbremse ist mehrfach flexibel, zeigt sie ja jetzt auch. Wir haben eine Notsituation, du brauchst eine Kanzlermehrheit, dann kannst du das Ganze machen. Selbst wenn du aber nur konjunkturell schlechte Lagen hast, die noch keine Notsituation haben, und das möchte ich nochmal allen sagen, dann erlaubt die Schuldenbremse nicht nur die 0,35 vom BIP,
sondern sie hat bewusst einen Konjunkturfaktor eingebaut. Wir hätten, wenn es nicht so, so schlimm gekommen wäre, die Schuldenbremse im letzten Jahr eingehalten mit 77 Milliarden Neuverschuldung. Das wird oft vergessen. Ohne Schuldenbremse wären 77 los möglich gewesen. Und wenn ich das richtig sehe, zweiter Nachtragshaushalt gibt an, ohne Schuldenbremse wären 33 möglich gewesen. Das reicht an Flexibilität. Das reicht und vor allen Dingen führt es dazu, dass sich Politik ohne Schuldenbremse nicht mehr anstrengt, weil sie sagt, entweder ich kriege das Geld aufgenommen oder ich kriege irgendwann mal Inflation, aber dann bin ich sicher nicht gewesen, da haben andere sich dann drum zu kümmern. Also mit der FDP wird es keine Änderung der Schulden, keine Änderung des Grundgesetzes geben. Das ist eine klare Aussage und ich gebe sofort weiter an Sie, Herr Rehberg. Sie sind bisher auch immer ein sehr treuer Verfechter der Schuldenbremse gewesen. Nun scheiden Sie leider aus dem Bundestag, verdientermaßen. Aber was kommt dann auf uns zu? Können Sie garantieren, dass die Union bei der Schuldenbremse Kurs hält? Es hat ja schon erste Lockerungsübungen gegeben von Helge Braun. Zumindest ist er so verstanden worden. Danach hat es dann auch Korrekturen gegeben, noch keine Entschuldigung. Dieses Instrument ist erst später in die deutsche Politik eingeführt worden. Aber was haben wir nach Ihrer Zeit von der Union in Sachen Schuldenbremse zu erwarten, Herr Rehberg? Also ich glaube, dass ich sehr zum Missfallen unseres Koalitionspartners und des Bundesfinanzministers auch im Deutschen Bundestag unsere Haltung deutlich gemacht habe und deutlich machen werde. Wenn man heute den Kollegen Mützenich gehört hat, dann bezog sich seine Kritik am Koalitionspartner sicher auf meine Person, aber dazu stehe ich ohne Wenn und Aber. Und ich will den Bogen der Schuldenbremse noch ein bisschen weiter fassen. Ich glaube, es wäre das falscheste Signal in die gesamte Gesellschaft hinein, für jeden einzelnen Bürger, für jedes Unternehmen, wenn die Politik, und ich bin da völlig bei Otto Fricke, sicher kann man an der einen oder anderen Stelle eine Nachschärfung vornehmen. Aber ich halte die Schuldenbremse für so flexibel und das hat das Jahr 2020 gezeigt. Wir haben 40 Milliarden über den 115 aufgenommen. Das müssen wir tilgen in 20 Jahren. 2 Milliarden pro Jahr. Es hat jetzt auch wieder eine Veränderung zwischen Inanspruchnahme reguläre Schuldenbremse und 115 gegeben, weil das Wirtschaftswachstum nach unten korrigiert wurde. Und was die Länder betrifft, aber das war ihr eigenes Tun im Jahr 2009, dass sie eine Null haben wollten bei der Schuldenbremse, also gar keine Schulden machen. Ich bin völlig beim Otto Fricke. Man sollte die Schuldenbremse nicht nur als Haltelinie für die Politik, sondern auch als Maßstab in der Gesellschaft. Schulden sind per se nichts Unanständiges, aber Schulden muss ich tilgen, dafür muss ich Zinsen zahlen und sie müssen sich letztendlich amortisieren. Und man sollte auch nicht den Grünen diese 50 Milliarden durchgehen lassen für Investitionen, die sie in Sondervermögen packen wollen und damit die Schuldenbremse umgehen. Dann ist natürlich Jahr, ne? 50 Milliarden pro Jahr über 10 Jahre. Pro Jahr. So, also für einen Zeitraum von 10 Jahren eine halbe Billion oder 500 Milliarden, dann ist natürlich die Frage, wenn ich dort die Investitionen in so ein Sondervermögen reinpacke, was wird dann mit dem frei gewordenen Raum? Sollen da Sozialausgaben getätigt werden? Das heißt wieder strukturelle Mehrausgaben und deswegen Hände weg von der Schuldenbremse. Und ich gehe davon aus, dass auch meine Nachfolgerinnen und Nachfolger in der Union ganz klar sagen, die Schuldenbremse bleibt. Übrigens, Helge Braun ist missverstanden worden. Der wollte nicht an den 115 ran, sondern an den 143, der im Jahr 2010 fortfolgende bis 2016 einen Abbaufahrt aufgezeigt hat, wie wir von den Schulden wieder runterkommen. Also er hat sich und erklärt sich klar zur Schuldenbremse. Ich halte aber auch vom Abbaufahrt nichts, weil dann zögert man die Konsolidierung des Haushaltes nur nach hinten heraus. Das ist ein sehr klares Bekenntnis und ein
ein Vermächtnis an Ihre Nachfolger in der nächsten Legislaturperiode. Ihre Nachfolger werden wir damit konfrontieren. Da können Sie sicher sein, weil wir fest davon überzeugt sind. Gerne. Die Schuldenbremse. Oder Nachfolgerin. So, genau. genau. Die Schuldenbremse hat doch sehr segensreich gewirkt und hat für einen echten Politikwechsel gesorgt nach vielen, etlichen Jahrzehnten immer höherer Verschuldung. Das ist eine echte Zäsur gewesen und hat uns heute ja in eine relativ komfortable Situation gebracht mit hoher Bonität an den Finanzmärkten, und das hilft uns natürlich in der Krise. Dann will ich, Herr Rehberg, nochmal gegen Ende unserer kleinen interessanten Veranstaltung auf den Handlungsbedarf kommen, den der Finanzminister in seiner Haushaltsplanung festgestellt hat. Wir wissen gar nicht so genau, ich glaube, Herr Fricke hat es auch gesagt, hat er das jetzt als Finanzminister gemacht oder als Kanzlerkandidat? Denn als Kanzlerkandidat weiß er ja, womit er den Handlungsbedarf schließen will, nämlich mit Steuererhöhungen. Wie steht die CDU zu Steuererhöhungen? Wird die Union weiterhin dafür sorgen, dass es eben keine Steuererhöhungen gibt? Steuererhöhungen, wissen wir alle, sind sehr schlecht für die Konjunktur. Viele Unternehmen, die meisten Selbstständigen zahlen Einkommensteuer. Da kann man nicht trennen zwischen privat und betrieblicher Steuer. Wer jetzt den Unternehmen Steuererhöhungen ankündigt, die mal gerade so vielleicht durch diese Krise geschafft haben, das wäre schlecht für die Konjunktur. Aber ist hier weiter auf die Union Verlass, keine Steuererhöhungen? Also es sind ja nicht nur die Steuererhöhungen für die Mittelständler, für die eigentümergeführten Unternehmen. Das beginnt ja durchaus schon beim Facharbeiter, wenn man mal genau hinguckt, was die SPD da will. Steuererhöhungen, glaube ich, sind Gift, um aus der Krise herauszukommen. Was das Thema Handlungsbedarfe betrifft, da habe ich gestern den Bundesfinanzminister gefragt, warum er denn nicht an die Reste im Bundeshaushalt herangeht. Mittlerweile schleppen wir fast 24 Milliarden an Haushaltsresten. Die sind unterschiedlich kategorisiert, aber außer auf meine Initiative hin haben wir dort einen kleinen Schritt gegangen zum Resteabbau, und den Handlungsbedarf könnte Olaf Scholz, wenn er mal wirklich seiner Aufgabe nachkommen würde, allein sind fast 5 Milliarden sogenannte flexibilisierte Reste, die sind frei verwendbar. Also wenn man die einsetzen würde, könnte man die Handlungsbedarfe relativ schnell ausgleichen. Aber da muss man eben wirklich als Bundesfinanzminister auch mal Nein sagen zu Ausgabenwünschen der Einzelressorts. Wolfgang Schäuble hat das in 8 Jahren auf seine Art und Weise immer wieder gemacht. Und man kann sich nicht hier so generös hinstellen, wie das Olaf Scholz gemacht hat, unter dem Motto, es muss Geld für jeden und für alles da sein. Ja. Otto Fricke, freut sich denn die FDP wenigstens darüber, dass der Finanzminister die Investitionen auf einem hohen Niveau halten will? Ist das nicht ein Lichtblick zumindest in diesem Eckpunkten? Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu ironisch werde und nicht zu technisch werde. Aber mit Verlaub, die ganze Investitionsgeschichte, ich sage das bewusst auch für Schwarz-Gelb und für GroKo davor, das ist inzwischen eine Pseudo-Story. Ein Unternehmer weiß, was er mit Investitionen meint. Damit meint er Sachinvestitionen. Wenn Olaf Scholz von Investitionen spricht, dann spricht Olaf Scholz zum Beispiel davon, dass wenn er Baukindergeld zur Verfügung stellt und Ecki Rehberg holt sich das Baukindergeld, wäre ja theoretisch möglich, und baut dann damit und kauft dann damit ein Haus, das bereits schon existiert, dann rechnet sich das Olaf Scholz als Investition an. Wenn Olaf Scholz der Bundesagentur für Arbeit in einem Jahr Milliarden gibt für Kurzarbeitunterstützung, was ja per se okay ist, dann sagt er, das ist eine Investition, denn das habe ich als Darlehen dargestellt. Wenn er das im nächsten Jahr dann das Darlehen darauf verzichtet, ist es keine Deinvestition, aber die Investition regen wir uns an. Plus, seien wir doch mal ehrlich,
Investition ist ein Begriff, so die Haushaltsordnung auf europäischer Ebene ähnlich, der kommt aus dem 19. Jahrhundert. Wir müssen anders denken. Der Sinn von Investition ist, Zukunft ist mit diesen Dingen verbunden. Daraus machen wir nachher Geld. Und wenn solange Professorenstellen für künstliche Intelligenz, solange mehr Lehrer auf der Landesebene nicht Investitionen sind, werden wir mit diesen ganzen Zahlen nichts anfangen können. Und letzte Sache, es ist immer so. Und ich war in den letzten Jahren nie anders. Von den angekündigten Investitionen, 70% fließen ab, wenn es Sachinvestitionen sind. Der Digitalpakt, wir haben uns da gestern ja auch im Haushaltsausschuss, das dauert ewiglich und da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Deswegen sage ich immer, ist eine schöne Erkläre. Aber ehrlich, wenn sowieso höchstens 20% der Investitionen von der öffentlichen Hand kommen und wenn der Bund davon höchstens 5% sozusagen 5%-Punkte darstellt, ich will, dass die Privaten investieren, dass Unternehmer investieren, das sind 80%. Wenn ich das verdopple, müsste ich bei öffentlichen Investitionen verfünffachen. Also insofern, glaube ich, ist das der bessere Weg. Sorry, das musste ich dann nochmal von meiner Haushälterseele reden. Okay. Zum Schluss eine Frage an Sie beide. Wir wollen alle, haben wir eine große Sehnsucht, so schnell wie möglich aus dieser Corona-Krise herauszukommen. Dafür brauchen wir Impfstoff und bis alle geimpft sind, müssen wir testen. Das ist alles klar. Aber wenn wir jetzt mal, auch diese Krise wird ein Ende haben. Wir werden sicherlich mit diesem Virus noch eine ganze Weile leben müssen und vielleicht gehört Impfen und ab und zu Testen dann zu unserer Routine. Aber wirtschaftlich, was meinen Sie, wann erreichen wir wieder das Vorkrisenniveau in der Wirtschaftsleistung und dann sollten ja auch die Steuereinnahmen wieder ansteigen. Was meinen Sie, wann könnte das der Fall sein? Herr Rehberg. Das ist jetzt, also wir haben ja in vielen Branchen mehr als Vorkrisenniveau. Industrie, Bau und so weiter. Ich mache mir ein bisschen Sorgen und deswegen bin ich unsicher, weil ich nicht in die Glaskugel schauen kann. Das ist das ganze Thema Dienstleistung, also alles, was mit sozialen Kontakten zu tun hat. Ob es ein Bundesligaspiel ist, ob da wieder in Dortmund die 80.000 drin sein können, ob es die Berliner Philharmonie ist, voll besetzt, ob es ein AC/DC-Konzert ist und so weiter. Da wage ich, Stand heute, oder die Hanseszene in Rostock, da wage ich jetzt keine Prognose, ob wir das im kommenden Jahr schon haben werden oder erst in 2 Jahren. Denn ich glaube, das sind ja die Bereiche, und das ist auch der Unterschied zur Finanzkrise von vor 10 Jahren, wo diese Bereiche überhaupt nicht betroffen waren, wann die wieder so sein werden wie auf Vorkrisenniveau. Nehmen Sie das Thema Tourismus, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Das sind alles Dinge, glaube ich, die erst dann wieder so laufen werden wie im Jahr 2019, wenn wir eine sehr, sehr hohe Durchimpfung haben und wenn wir das Virus als Gesellschaft auch beherrschen und nicht umgekehrt. Vielen Dank. Und Otto Fricke? Also erstens, das ist die nüchterne Einschätzung, die ich auch habe. Übrigens, die wirtschaftliche Sache, die Einnahmesache, Ecki, das sagst du ja auch immer zu Recht, bis der Bund wieder bei den Einnahmen auf Vorkrisenniveau kommt. Das wird noch länger dauern als bei den Ländern. Das muss man nämlich auch noch sagen, weil da gibt es auch noch einige Verschiebungen. Vielleicht eine Sache, die möchte ich auch sagen. Wir müssen uns jetzt ganz stark darauf konzentrieren, dass wir sehen, wo wird sich in Zukunft Wirtschaft abspielen? Was ist neu? Und das Neue müssen wir besetzen. Dann kommen wir schneller. Wenn wir nur versuchen, das Alte wiederzuholen, dann werden wir im Zweifel scheitern. Und zu der Frage mit der Pandemie und damit leben. Ich glaube, eines haben wir uns, und das sage ich jetzt mal nicht als Haushälter, psychologisch noch nicht klar gemacht. Wir haben über die ganzen Jahre der Existenz der Bundesrepublik Deutschland mit dem Grippevirus gelebt, dass es da immer wieder Tausende von Toten gab, haben wir mitgenommen. Impfungen, dass die möglich waren, haben wir irgendwo mitgenommen. Dass Masken auch damals schon geholfen haben, haben wir nicht gemacht. Vielleicht müssen wir auch erkennen, dass dieser Virus, der dann eben auch bleiben wird auf die eine oder andere Weise, von uns ein anderes Verhalten als soziale Wesen verlangt, von uns ein anderes Verhalten beim Thema Impfung, beim Umgang und bei Kontakten verlangt, damit wir dann mit klugen Dingen, und da sind wir ja dabei, wir hatten jetzt einen Parteitag mit 400 Leuten, Kreiswahlversammlung, mit Bundeswahlversammlung, mit allen möglichen Abstandsregeln, Tests und. Da werden wir uns verändern müssen. Und da liegt auch eine Chance drin, wenn wir Deutschen dann ausnahmsweise mal mit unserem Perfektionismus was Gutes machen, statt Perfektionismus zur Bürokratie umzuformulieren. Ich würde vielleicht nochmal auf Ihre Frage nochmal
nehmen wir mal das Thema, wenn wir unter normalen Bedingungen das gemacht hätten, hätten wir uns in einem Raum mit Kameras getroffen. Jetzt ist jeder in seinem Büro und ist digital zugeschaltet. Ich glaube, die Pandemie war Beschleuniger in bestimmten Bereichen. Man kann jetzt Innenstädte versus Onlinehandel das beklagen, aber für mich ist die Pandemie da ein Beschleuniger. Ich wohne auf dem Dorf, Edeka bei uns, ab einer bestimmten Summe fahren die dir die Waren nach Hause. Ich bestelle selber oder meine Frau und ich bestellen selber. Oder nehmen Sie das Thema Tagungstourismus. Das wird nicht wieder so sein wie vorher. Das hat auch dann, die Mobilität wird nicht mehr so in Anspruch genommen werden. Stichwort innerdeutsche Flüge, aber auch Bahn. Also die Dinge, ich glaube, die wären sowieso gekommen auf der Zeitachse, aber hier ist Corona ein Brandbeschleuniger geworden. Bei dem einen zum Vorteil, bei dem anderen zum Nachteil. Ich glaube, das ist eine sehr treffende Schlussbemerkung für diesen Talk. Ich fand das sehr, sehr spannend. Herr Rehberg, wir müssen das unbedingt fortsetzen. Die Kompetenz geht ja nicht verloren, nur weil Sie nicht mehr Abgeordneter sind. Die Meinung des Bürgers Rehberg ist dann genauso gefragt. Ja, da hab ich schon eine Lösung. Ich habe meiner Fraktion schon vorgeschlagen, dass wir Ecki Rehberg in der nächsten Legislatur als Sachverständigen bei Anhörungen holen werden. Tolle Idee. Tolle Idee. Also, es hat richtig Spaß gemacht und zwar erkenntnisreich. Deutschland braucht den Neustart oder wir sind auch schon in diesem Neustart. Die Welt hat sich geändert durch die Pandemie. Es ist nicht alles schlechter geworden. Sorgen machen wir uns natürlich im Bereich von Digitalisierung, was Verwaltung, Bildung und so weiter angeht. Aber da sind zumindest die Probleme erkannt. Ich glaube, da passiert viel. Da sprechen wir demnächst auch drüber. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, Herr Rehberg, Herr Fricke, ganz, ganz herzlich und bei allen fürs Zuschauen. Die INSM hat ihre Position, klare Position, die hier geteilt wird zur Schuldenbremse, veröffentlichten wir auf unserer Website unter insm.de und ich fordere alle auf, uns auf YouTube, auf Twitter, Facebook, wo auch immer zu folgen. Und ich darf jetzt schon mal ankündigen, nächste Woche haben wir eine spannende Veranstaltung am Dienstag mit Frau Köcher, die für uns gefragt hat, wie sich die Einstellungen zur sozialen Marktwirtschaft in und durch die Krise verändert haben. Das wird sehr, sehr spannend. Das birgt viele Überraschungen, ganz anders als einige glauben. Herzlichen Dank und auf bald. Tschüss. Tschüss und sparsam bleiben. Wie immer.